Wenn man das grosse Ganze ein bisschen im Blickfeld hat, erst dann versteht man ganz viele Sachen. Die göttliche Energie war am Anfang sozusagen unsichtbar. Da hat sie in sich selber das Gefühl von der Liebe wahrgenommen. Und das hat ihr dermassen behagen, dass sie sich voll entflammt hat. Und von dem Moment an weg ist die Gottheit untrennbar mit der barmherzigen Liebe und mit der Helligkeit, mit dem Licht, verbunden gsi. Es waren aber gleich wie zwei Persönlichkeiten gsi. Die Gottheit mit den Regelungen, wie es genau muss sein, eigentlich die perfekte Variante, und die barmherzige Liebe, die gleichzeitig quasi diskutiert hat mit der Gottheit. Und die Barmherzigkeit ist auch die, die aus der Gottheit weitere Seelen gemacht hat. Darum ist es so wichtig für uns Menschen, dass uns bewusst ist, dass unsere Seele von der Göttlichkeit stammt, dass unsere Seele Liebe und Licht ist. Und wir Menschen haben alle zusammen auch noch einen Geist in uns. Und in diesem Geist ist das ganze göttliche Wissen drin enthalten. Aber der Geist, der ist wie hinter einer kleinen Tür. Und für das gibt es ein ganz kleines Schlüssel, das wir in unserem Herz aufmachen müssen. Und nach und nach wächst und gedeiht der Geist in uns und die Verbindung zum Göttlichen wächst stetig, wenn wir dranbleiben, in Liebe, im nächsten Liebe zu leben. Und in dem, dass wir uns natürlich auch Zeit nehmen, mit der Gottheit in Kontakt zu treten. Was der Luzifer dann wollte die Macht an sich reissen, hat er müssen gehen. Und da ist er gefallen. Millionen von Jahren. Unendliche Zeiten. Und es war die barmherzige Liebe, die ihn letztendlich aufgefangen hat und ihm es daheim gemacht hat, weil er ja nicht mehr in den Himmel zurück konnte. Da hat die barmherzige Gottliebe die Schöpfung gemacht. Und schon dann hat die barmherzige Liebe gewusst, dass sie irgendwann als Mensch selber auf Erde wird kommen. Was Adam und Eva auf der Erde gelebt haben, sie sind eigentlich mit den besten Voraussetzungen aufgewachsen, umgeben von Engeln und haben auch Gott direkt gehört. Und trotzdem haben sie einen freien Willen gegeben und haben gesündigt, indem sie ein Kind gezeugt haben, bevor dass sie verheiratet und gesegnet von Gott das überhaupt hätte sollen machen. Die Versuchung von der Erde hat also auch Adam und Eva um den Finger herum wickeln. In dem Moment war die Gottheit an so etwas von verrückt und enttäuscht. Sie hätte am liebsten die ganze Schöpfung kaputt gemacht. Wenn da die barmherzige Liebe nicht gewesen wäre. Die hat es sich voll stark gemacht für Adam und Eva, hat die ganze Schuld auf ihre Schultern geladen und hat gesagt, sie nehmen die Verantwortung dafür auf sich und werden das um mich gut machen. Da hat sich Gottheit besänftigen lassen. Und als Jesus selber auf die Erde gekommen ist, hat er genau das eingelöst, was er dann versprochen hat. Und ihm ist es nicht einfacher gegangen. Sein Körper und seine Seele sind genau gleich und wenn nicht noch viel, viel mehr geprüft von den weltlichen Versuchungen. Er hat sich selber extrem demütigen. Ihm hat ja alles gehört, er hat alles erschaffen und gleich hat er nichts dürfen besitzen. Gleichzeitig hat er viel gefastet, weil er eigentlich sehr gern gegessen hat. Durch das Fasten ist auch die Lust nach den Frauen total unterdrückt gekommen. Er hat sich vor allem mit ganz weisen und gescheiden Männern unterhalten. Und ging, wenn er etwas bekommen hat, hat er es weitergegeben. Sein Leben war ein einziges Dienen auf der Erde. Und durch das hat er sich vollkommen so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat. Er war der wunderbarste Mensch, der je auf Erde gewandelt ist. Und als er gestorben ist,
hat er aus eigener Kraft sich um mich erhoben und hat seinen Körper mitgenommen ins Jenseits. Und durch das hat er eine Brücke erschaffen für alle Seelen auf Erde. Danke vielmals für das Wissen, was ich da hat dürfen lernen. Das steht alles zusammen in den Büchern vom Jakob Lorber.